Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen. Ups, ich mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich heute meinen Arbeitspulli anhab. Was? Warum denn? Einen wunderschönen Freitag, werte Kaschbens. Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen immer... Wir haben einen herrlichen Wohnraum zugeteilt bekommen. Nur ein paar Minuten vom Badezimmer. Ja, super. Aber gratuliere. Besser als das, was Reini hat. Was Reini allerdings hat, sind Halsschmerzen. Obwohl er keinen Hals hat, normale Menschen könnten das nicht, aber bei ihm ist alles ein bisschen besonders. Ihr wisst ja, bei ihm können auch die Augen die Farbe wechseln, die Haare neuerdings auch. Da schafft er das auch. Er hat ja sogar Freunde, die nicht existieren und die trotzdem die wildesten Abenteuer erleben. Er ist halt schon ein ganz besonderer und toller Mensch. Und weil er so besonders und toll ist, hat er gestern, obwohl er eigentlich krank ist, für seine Fans gestreamt. Zwar nur eine halbe Stunde, aber immerhin. Es muss ja was rumkommen. Also für die Fans, nicht für ihn. Ne? Zwinker, zwinker. Und ich würde sagen, die Zusammenfassung sehen wir uns jetzt an. Die ganzen 3 oder 4 Minuten. Bei stillem Vorlauf klingt das echt fast wie Musik, was bei ihm läuft. Klingt sogar ein bisschen wie Weihnachtsmusik. So, genau. Es hat gerade schon jemand darauf reagiert. Worauf denn? Übrigens, hallo Rainer. Ich mache den ersten Song immer, wo ich nicht rede, und dann erst geht's los quasi. Ist immer so eine Art Intro sozusagen. Ja, gut, dass du es erwähnst. Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Aber ich habe ja schon gesagt, dass das eigentlich gar keine so doofe Idee ist. Da können die Zuschauer langsam eintrudeln, ohne dass sie was verpassen. Mache ich immer ganz gerne, weil es immer irgendwie ganz cool kommt, wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen quatscht vorher. Ah, ja klar. Wenn man erstmal ein Lied laufen lässt, ohne was zu sagen, das kommt gut, wenn man so ein bisschen quatscht vorher. Was ist? Wenn man ein bisschen den Song laufen lässt und dann... Ja gut, also anstatt zu quatschen, kann man natürlich auch den Song einfach liegen lassen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht drüber stolpert. Erst anfängt zu quatschen. So, entschuldigt, mir geht's im Moment nicht ganz so gut. Ich habe ein bisschen... Ja, Rainer, ich hab's schon erwähnt, also schon deine Stimme, du musst es nicht normal sagen, du hast Halsschmerzen. Hatte ich gestern übrigens auch. Mir hat da eine schöne Tasse Salbeitee sehr gut geholfen. Gut, und ein kleines Glas Tequila. Halsschmerzen. Ich werde auch nur eine halbe Stunde online sein, weil eigentlich geht's mir nicht gut. Ich wurde eigentlich schon vor einer halben Stunde ins Bett. Also deswegen ist schwierig das Ganze im Moment, deswegen habe ich jetzt so gedacht, hallo Ronny. Ah, weil es schwierig ist, hast du jetzt gedacht, hallo Ronny. Gut, bei mir, wenn es schwierig ist, denke ich meistens schöne Tapete oder so, aber hallo Ronny ist auch ein schöner Gedanke, wenn es schwierig ist. Das sollte ich mir mal notieren. Gestern hat jemand zu mir gesagt, dass deine Blutwerte fantastisch sind. Oder dass du ein sehr starker Mann sein musst, wenn du deine Freundin mitten im Wald so zum Schreien bringst. Und dafür ist der extra einen Umweg von 30 Minuten gejobbt. Ja? Gestern hat mich jemand gefragt, ob es auch Metal-Bands gibt, die auch Disney-Songs neu interpretieren. Uff. Ja. Frogleap Studios wird mir da einfallen. Ich glaube, der macht sowas. Und da habe ich gesagt, ja, gibt es. Hat er gesagt, ja, gibt es, aber welche Bands das sind, das hat er nicht verraten. So. Und das hier sind die, das ist ein ganzes Album von der Band. Deren Name unerwähnt bleibt. Und die haben nur Songs von Disney gecovert. Und die haben das so gut gecovert, dass man überhaupt nicht merkt, dass das eigentlich eine Metalband sein soll. Also er lässt das jetzt eine halbe Stunde rauf und runter dudeln. Man merkt echt nicht, dass das eine Metalband ist. Das ist aus Ding. Ja, Ding war ein schöner Film von Disney. Aus Mulan. Musik ist das Einzige, was mir in meinem Leben nie Schmerz bereitet hat. Ja, Rainer, dann möchte ich dir ganz herzlich gratulieren. Du hast offensichtlich noch nie Modern Talking gehört. Oder deine eigenen Lieder. Zahnschmerz gelindert hat. Sie haben Zahnschmerzen gelindert? Okay.
Du wirst mit Sicherheit nicht gemutet, weil du mich vor Hater beschützen wolltest. Sondern? Hast du dich wegen Game of Thrones Drachenlord genannt? Mich gibt's schon deutlich länger als Game of Thrones. Ja, das ist korrekt. Angeblich war die Geschichte in Wirklichkeit so, Ende der 80er, das muss so Sommer 89 gewesen sein, war dieser Martin Schosch hier, der Autor, in Deutschland, hatte so eine kleine Schaffenskrise. Dann hat er sich gedacht, mache ich einen Wanderurlaub, ist irgendwo in Mittelfranken gewandert und da kam er, muss so Anfang August gewesen sein, an einem Krankenhaus vorbei, wo aus dem offenen Fenster er einen Schrei hörte, einen begeisterten Schrei einer Hebamme. Es ist ein Drache geboren. Und so kam er auf die Idee, das hat sich dann natürlich in seinem Kopf dann noch ein bisschen selbstständig gemacht und zack, 7 Jahre später kam das erste Buch raus, das Lied von Eis und Feuer mit Drachen. Also eigentlich diese ganze Idee mit Drachen hatte er von Rainer. Also gibt's kein Game of Thrones, gar keinen Drachen, oder? Nein. Die hätten dich zwar gern dabei gehabt, aber du hattest ja im März schon was vor. Von daher mussten sie alles umschreiben. Boah, Camping Dude, übertreib's nicht so, bitte. Ja, eben. Du musst doch morgen noch raushauen. Läuft's mit der Serie? Ich glaube, das wird die Woche nichts mehr. Och Mensch, schade. Wir hatten uns alle so gefreut. Warum kommst du denn nicht, Reini? Sag doch mal. Liegt's etwa daran, dass du ja auch noch viel zu tun hast mit dem Podcast gegen Mobbing? Da musst du ja die Woche auch nochmal 2 Folgen rausballern. Wo ist jetzt der Stundenstream? Hier? Nee, auf Kick. Ja, der ist auf Kick. Übrigens, wer Bock hat, morgen so ab 9 Uhr ist Lars Das War's auf Twitch unterwegs. Den Link packe ich euch unten rein. Und wenn Bumsti rechtzeitig kommt, also er hat gesagt, so eine Stunde ist er da, wenn Bumsti rechtzeitig kommt, dann macht er auch ein bisschen länger. Also wer Bock hat, kann gerne reinsehen. Wer keinen Bock hat, kann auch mal kurz reinsehen. Der Appetit kommt ja manchmal auch beim Essen, ne? Vielleicht denkt man sich, hab ich keinen Bock drauf, zieht 5 Minuten zu und merkt, ey, da hab ich sogar voll Bock drauf. Man weiß es vorher nie. Auf Kick. Es kann doch sein, dass ich ihn auf Kick und auf TikTok mache, dass ich ein bisschen so hin und her switche. Ach nee, mach's doch gleichzeitig, Reini. Das wäre klasse. Wie damals YouNow und YouTube. Und dann kommt Serodi und fängt wieder das Signal ab. Oh ja, bitte, das war so lustig, Rainer. Immer wenn heute Peter Maffay singt, dass er nie erwachsen sein wollte, kriege ich diese Flashbacks und lach mich weg. Wie du da sitzt und dieses Lied mitträllerst und auf YouTube ein ganz anderes Video läuft. Ach, das war schön. Wenn mein Rechner wieder rumspinnt. Oh, macht dein Rechner Probleme? Rainer, bereiten wir etwa schon Ausreden für morgen vor? Ja, doch für morgen? Umsitzen, Bart kraulen, Musik laufen lassen. Läuft. Ei. Connection broken. Make new connection now. Das zählt alles zur halben Stunde, ne? Nicht, dass jetzt jemand denkt, das wird angehängt. Nee. Ich bin aber auch nicht wehleidig. Nee, also das kann man echt nicht sagen, dass er wehleidig ist. Wenn er damals seine Kriegswunden in die Kamera gezeigt hat, er hat jetzt nie irgendwie gesagt, hier, guck mal, oh, wie schlimm, und dann waren es nur Kratzer. Eigentlich, also da war der halbe Arm weg und er hat so getan, als wäre nichts, glaube ich, die Zuschauer dann immer und immer wieder nachgefragt haben, hat er gesagt, ja, hier, dann guckt's euch mal kurz an. Ja, da liegt der Knochen frei, ist in Ordnung, tut aber kaum weh. Also nee, wehleidig ist er überhaupt nicht. Was soll ich dazu sagen? Also Pause wird es vermutlich alle 2 bis 3 Stunden geben. Schreib das bitte auf, ne? Nicht, dass dann einer mitten im Stream bei ihm fragt, wie sieht's denn aus? Ich muss mal, können wir eine Pause machen? Im 12-Stunden-Stream, ne? Pause wird es alle 2 bis 3 Stunden geben. Vielleicht auch mal zwischendurch ein bisschen früher, wenn ich aufs Klo muss oder so. Aber dann machen wir nur so eine Minute Pause oder 2, bis ich halt auf dem Klo war und wieder da bin. Eine Minute oder 2?
Fett Klogang bei dir? Ernsthaft? Wie soll das denn gehen? Und wir werden vollkommen, also zumindest ist geplant, wir werden vollkommen, doof sein? Ding streamen. Ach, Ding streamen. Moment, Ding war doch dieser tolle Film von Disney. Er will da 12 Stunden lang den Disney-Film streamen? Okay, ja, kann man auch mal machen. So, also nach dem Song gehe ich jetzt in offline, Leute, ne? Wie gesagt, okay. Heute bin ich nur kurz da, weil ich eigentlich gar nicht live gehen wollte, weil es mir nicht gut geht. Stimmt doch gar nicht, gestern ging es mir doch super. Ja, das stimmt, gestern hat er noch gut abgezappelt. Aber hatten wir auch einen super Stream auch tatsächlich. Das jetzt nicht, Rainer, aber dir ging es gestern gut. Das ging gestern war natürlich furchtbar, aber dir ging es gut. Wofür zahle ich denn? Also du? Achso, der Zuschauer. Ja, das frage ich mich auch, Rainer. Also, ganz ehrlich, so wie es aussieht, zahlst du dafür, hier die ganze Zeit zu stressen. Das kann natürlich sein. Also ich schätze mal, die meisten deiner Zuschauer sind nicht wirklich Fans, das sind einfach Trolle. Zumindest macht's auf mich diesen Eindruck, dass du hier nur bist, um zu stressen. Gestern hatte ich einen super Tag, gestern ist es auch super gelaufen. Heute. Ja, was ist denn super gelaufen, Rainer, gestern? Heute bin ich wieder K.O. Kann man auch verstehen. Er hat gestern so viel Disney-Musik laufen lassen. Da wäre ich am nächsten Tag auch total platt. Aber du weißt ja auch gar nicht, wie mein Tag aussieht, was ich den ganzen Tag über mache. Du hast. Ja, dann erzähl doch mal. Du huselst und werkelst ja auch immer so viel. Lass uns doch mal teilhaben daran. Hast du früher immer gern gemacht. Doch keine Ahnung, wie mein Tagesablauf aussieht. Naja, aufstehen, zockne, daddelne. Und happa happa. Also, und zwischendurch kackduschen. Wie kommst du auf die Idee, dass du mir in irgendeiner Form zu sagen hast, dass es... Ich verstehe dein Verhalten auch nicht. Rainer, vielleicht würdest du den Satz mal beenden? Oder ist das wieder so eine Sache, niemand darf mich kritisieren, weil ich mache ja nur mal Zeug? Rainer, guck mal, der ist ein zahlender Kunde. Mit seinem Abo zahlt er ja quasi im Voraus pauschal für irgendwas. Und dann will er dann natürlich auch was haben. Wenn das jetzt sowas ist, okay, bei den Spenden ist ja auch... Aber die Spender zahlen ja für das, was sie gerade kriegen. Aber ein Abo... Ja, das schließt halt im Voraus für den ganzen Monat ab. Und dann willst du natürlich auch was dafür zurückbekommen. Wenn du dafür nicht zahlen willst, warum hast du dann ein Abo? Und weil er es vielleicht vorher nicht wusste? Warum du zahlst? So wie ich das sehe, zahlst du, um hier rumzustressen und Stress zu verursachen. Weil ja, dann bann ihn am besten direkt. Genau das tust du nämlich. Und es beschwert sich auch sonst kaum jemand, bis gar keiner eigentlich darüber. Ja, weil die sind alle schon gebannt. Es gibt nun mal eben so Zeiten, wo man schlechte Zeit hat und ich bin im Winter sowieso eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Gerade im ja, also klar, er ist als Kind schon immer im Winter mit kurzen Hosen barfuß rumgelaufen, aber im Winter ist er zu nichts zu gebrauchen. Der Winter geht bei ihm von Januar bis Januar, glaube ich, so in etwa. Klar, Rainer, man hat schlechte Zeiten und gerade als Streamer ist das natürlich kacke, wenn du jetzt wirklich davon abhängig bist, dass du jeden Tag streamst, wenn du dann mal 2 Wochen wegen Krankheit ausfällst, das ist schlecht, ne? Da musst du dir vorher Rücklagen schaffen. Und natürlich musst du dir was einfallen lassen, wie du die Leute dann für die 2 Wochen Ausfall irgendwie entschädigst. Im Winter bin ich eigentlich so eher im Abschaltmodus irgendwie, ich weiß nicht warum. Ja, da legt er sich zu den Hamstern und hält Winterschlaf. Vielleicht bin ich ein Bär, wo Winterschlaf hält, was weiß ich. Gut, Bär jetzt unbedingt nicht. Den meisten Leuten wäre da ein anderes Tier eingefallen, denke ich mal. Aber ich glaube, die halten keinen Winterschlaf. Bären eigentlich auch nicht, oder? Die halten Winterruhe. Oder halten die Winterschlaf? Da bin ich jetzt gerade überfragt. Jedenfalls bin ich im Winter zu nichts zu gebrauchen, wenn es kalt ist. Das war schon immer so. Ein Glück kommt der Klimawandel. Bald wird's im Winter warm. Und dann ist Bumsti das ganze Jahr über permanent auf 182. So, und dann tu mir den Gefallen bitte und verlängere dein Abo bitte nicht, weil ich möchte niemanden hier drin haben, der permanent am Rumnörgeln ist. Oder noch besser, kündige das Abo sofort und sag TikTok Bescheid, hier hallo,
Der ist doof. Denn damit versaust du nicht nur mir die Stimmung, sondern auch jedem anderen hier. Und das hat keiner, der hier drinnen ist, verdient. Also, mir hat er jetzt nicht gerade die Stimmung versaut. Kann ich nicht sagen. Euch? Weder die Zuschauer, die nichts schreiben können, als auch die Abonnenten. Die Zuschauer, die nicht schreiben können. Das kann man jetzt so oder so verstehen, Rainer. So, Leute, ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Vergesst nicht, ne? Morgen 20 Uhr Big Match gegen Hardgeld. Hardgeld Nutten Records, glaube ich, heißt der komplett. Glaubst du? Du glaubst, dass er so heißt? Du bist seit Wochen, wenn du auf TikTok unterwegs bist, fast nur mit ihm zusammen und weißt noch nicht mal, wie er heißt? Das ist wahre Freundschaft. Schönen Abend noch an alle. Schönen Abend und macht's gut. Bis dahin, euer Drache. Ciao, ciao. Ciao. Jo, das war ja kurz. Oh, doch, obwohl, eine Viertelstunde. Würde ich sagen, bei einem kurzen Stream machen wir auch einen kurzen Klassiker, oder? Dann könnt ihr auch früher ins Wochenende. Ist das toll? Das ist toll. So bin ich zu euch. Kommt, wir gucken uns mal einen schönen Klassiker an. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, von wann der ist. Und zwar, der Klassiker heißt Der Drachenbade Vorstellung. Er ist vom 14. Oktober 2014. Es war, wie eigentlich üblich, ein wolkenloser Tag mit Temperaturen zwischen 2 und 13 Grad. Jeweils Plus. Und ich drücke hier auch auf Plus, denn dann geht das Video an. Metal, Leute. Ja, ich bin der Drachenbade. Hallo, Drachenbade. Hab dich überhaupt nicht erkannt. Also im Moment sieht er aus wie Rainer.w, ohne den Umhang und den tollen Stock. Und ich wollte jetzt euch mal kurz ankündigen, ich habe 3 YouTube-Kanäle. Warte mal, Rainer hat 4, der Drachenbade hat 3, das sind insgesamt 7. Junge, übernimm dich nicht. Der Drachen Games, dann Drachen Lords und der Joker 1510. Das sind Kanäle, die auf verschiedenen Sachen basieren. Wieso hat der Drachenbade jetzt plötzlich die Kanäle? Zum einen basiert das Ganze auf Let's Plays, das ist der Drachen Games Kanal. Dann auf Musik, Interviews, Informationen über Bands und so weiter findet ihr auf Drachen Lords 1510. 1510 könnt ihr, glaube ich, weglassen, das habe ich so eingetragen, dass es mittlerweile auch nur noch Drachen Lords heißt. Prima. Weil mich das aufgeregt hat mit den blöden Zahlen. Dann gibt's noch zusätzlich den Joker-Kanal. War das den oder den, ne? War ein bisschen sehr undeutlich. Ach kommt, ist weiter. Auf den Joker-Kanal könnt ihr... Gar nichts. Ist da überhaupt jemals irgendwas gekommen beim Joker? Ja, Comedy haben, also ich mache auch irgendwie so Comedy-Sachen, finde ich ganz lustig im Endeffekt. Ja, leider. Damit bist du auch ziemlich alleine. Ja, es ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Sagt er. Was ich im Großen und Ganzen noch sagen möchte, ist, ich... Wenn 10 zahme Schnecken 10 Zentner Zucker hinter Schnecken lecken, dann erschrecken Schnecken, weil der Zoo so weit entfernt ist? Oder wie ging der Spruch? Ich mache auch ein Forum, deswegen Drachenbade. Der Drachenbade ist der Name, der alle anderen Sachen unter sich begräbt, wenn man so... Wieso ist er etwa dick? ...so möchte, also es ist der Übername, es ist der Name, unter dem alles läuft. Habt ihr das jetzt verstanden? Es ist der Name, unter dem alles läuft. Und das ist der Name, der später auch einmal für meine Bücher als Markenzeichen dienen soll. Also du meinst als Warnzeichen? Also wenn jeder zum Beispiel jetzt, ich schreibe ein Buch, das nennt sich Die Geschichte der Drachen. Da könnt ihr übrigens auf meiner Facebook-Seite und auch in meinem Forum nachlesen. Kapitel 1 und 2 ist bereits gepostet, Kapitel 6 habe ich schon gepostet. Ah ja, Rainer, ich bin jetzt kein Autor, aber fehlt da nicht was dazwischen? Und ich habe auch in meinem Kalender im Forum gepostet, wann die nächsten Seiten kommen werden. Seiten? Wie jetzt Seiten? Du hast eben von Kapiteln gesprochen, oder sind deine Kapitel doch eher etwas kürzer? Na, könnt ihr euch dann anschauen, welche Seiten... Anschauen, das gilt. ...seiten eben als nächstes dran sind. Und dafür ist es eben alles gedacht. So...
Ja, dann gibt es im Forum, das Forum ist ein Informationsforum, überwiegend, also es war ursprünglich eigentlich als Dreierkanal geplant, dass man halt quasi auf einen Blick sieht, aha, das ist der Drachenbade, der macht Bücher, das sind dann normale Sachen, die ich im Forum mache eigentlich. Dann mache ich noch, wie gesagt, die Drachenlords-Geschichte, die ganze Drachen-Games-Geschichte und natürlich das ganze Comedy-Zeug, das eigentlich so random ist. Also Comedy ist, das ist alles irgendwie so Random-Zeug. Rainer, random ist nicht das englische Wort für unlustiger Müll. Nur zur Info. Und ich spiele gerade mit meinem Bändchen. Das ist so Random-Zeug und in diesem Random-Zeug wird halt alles ein bisschen verändert, ein bisschen gemacht, ein bisschen herumgespielt. Achso, ja, nee, da wird alles verändert. Blablabla, überhaupt und sowieso. Genau. Und da könnt ihr euch eben, wie gesagt, mal die Geschichten vom Drachenbade anhören. Also, wie gesagt, mein eines Buch nennt sich Die Geschichte der Drachen. Ja, und das andere Buch ist Knattern im Wilden Westen. Kapitel 1 und 2 habe ich bereits gepostet. Ich glaube, den Prolog der Drachen habe ich auch schon gepostet. Also, der heißt auch der Prolog der Drachen. Das ist die Vorgeschichte zu der Entstehung der Welt. Da meine gesamten Geschichten, Bücher, alles, was ich mache, kompletter Schrott sind, fällt eigentlich unter einen einzigen Planeten, auf einer einzigen Welt, in einem einzigen Universum. Und Rainer, blende das Wort bitte nochmal ein. Dadurch entstehen auf dem Planeten entstehen irgendwann parallele Universen. Es entstehen verschiedene. Es entstehen Geschichten. Geschichten. Wird irgendwann die Zeit vorgespult, dann wieder zurück. Und lauter solche Sachen. Also das ist auf jeden Fall interessant, denke ich. Das ist. Es klingt eigentlich jetzt eher verwirrend. Quasi mein eigenes Universum, wenn man so möchte. Da bin ich quasi der Schöpfer, der Gott oder wie man es nennen möchte. Ja, das gefällt dir. Da habe ich also quasi die volle Kontrolle über die Ereignisse der Welt, über die Ereignisse der Geschichte. Und jede Geschichte. Dann muss das ja eine echt tolle Welt sein, in der alles wunderbar durchdacht ist. Und zwar wirklich jede Geschichte, die ich schreibe, sei es ein Fantasy-Roman, sei es ein Erotik-Roman oder sonst was. Und ja, ich schreibe auch Erotik-Romane, teilweise sogar pornografische Sachen. Rainer, was meinst du mit teilweise? Na, alles, was du schreibst, ist wirklich plattester, ekelhaftester Schmuddelkram. Da ist nichts mit Erotik drin. Keine Illusionen, das Zeug wird nie veröffentlicht wahrscheinlich. Mhm, ja. Aber auch nur, weil dieser Eigenverlag, Webseiten, Dingsbums, Hoshi, das Zeug sofort wieder runternimmt. Und du dann hinterher behauptest, ja, die haben das falsch eingeordnet. Zumindest ist es nicht geplant. Jedenfalls, das ganze Zeug, was passiert, läuft alles unter einem Planeten. Also es läuft alles auf einer Welt. Es ist nicht die Erde, das sage ich gleich. Ein Glück. Rainer, könnten diese Bücher dann auch bitte auf diesem Planeten veröffentlicht werden und nicht auf der Erde, käme mir sehr gelegen. Es ist einfach ein Planet, der erfüllt ist von Musik. Weil Musik für mich in meinem Leben die größte Rolle spielt und deswegen ist die Musik in dem auf dem Planeten das, wodurch alles entstanden ist. Es ist alles, was die Welt geschöpft hat. Es gibt keinen Gott. Außer den, der die Musik gespielt hat. Und seine Einwohner, die ihm dabei geholfen haben. Oh nee, hoppla, das war ja wieder eine andere Story. Es gibt keine Götter. Es gibt keine Personen, die man quasi anbeten kann. Es wird auch niemand angebetet. Es ist auf dieser Welt alles gleichgestellt. Es gibt keine Götter, es gibt keine. Wie unfassbar langweilig. Keine Gottheiten. Und es ist auch nie geplant. Es wird niemals sowas wie Gottheiten auf dem Planeten geben. Auf dieser Welt, weil für mich kein Gott existiert und damit hat sich die Geschichte. Und Rainer, es ist ein Fantasy-Planet. Auf dem Fantasy-Planet, da kann es Götter geben, noch und nöcher, auch wenn der Autor denkt, in der Realität gibt's sowas nicht. Es kann auf einem Fantasy-Planeten sogar Religionen geben, fanatische Religionen, die irgendwelche Götter anbeten, die es überhaupt nicht gibt. Ähnlichkeiten mit der Realität sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Rainer, sowas macht das Ganze doch erst interessant. Nee. So, genug ausgeschweift. Dann schweift mal wieder rein. Auf jeden Fall könnt ihr euch gerne mal das Forum anschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir darüber Feedback geben würdet. Ihr könnt euch anmelden, wenn ihr dauerhaft auf dem Laufenden sein wollt. Wenn ihr keinen YouTube-Account habt zum Beispiel, könnt ihr da auch immer schauen.
Ich werde auch noch eine Drachenbade. Ich habe von oben nach unten geht's Drachenbade, Drachen Games, Gameplay Zone, TGB TV. Das ist etwas, was ich beides auch noch mache. TGB TV ist eine Sendung auf YouTube. Dazu findet ihr auf meinem Kanal mehr. Oder schaut einfach bei Randanplan LP vorbei oder auch im Forum. Rainer, nur so ein kleiner Tipp. Blende die Texte einen kleinen Ticken länger ein. Wie gesagt, TGB TV gibt es da noch. Da suchen wir übrigens noch Leute. Da ist auch eine Bewerbungsecke, Mappe, wenn man so möchte. Da könnt ihr euch bewerben. Dann gibt's. Dann? Aber fürs Schreiben und sowas müsst ihr euch anmelden. Lesen könnt ihr alles. Das ist alles kostenlos. Ja, wir können lesen, Rainer. Aber für alles andere müsst ihr euch anmelden. So. Dann gibt's noch die Geschichten mit dem Drachen Games. Siehst du, das hast du jetzt schön lange eingeblendet. Nee, Drachen Games war jetzt Drachen Lords. War das jetzt Drachen? Lassen wir das gelten? Komm. Das ist mittlerweile eine ziemlich große Rubrik. Ich mache. Ist ja auch ein großer Kerl. Zurzeit zum einen Videos für Bands, Künstler und so weiter. Also falls jemand von euch eine Band hat und auf YouTube unterwegs ist und sagt, boah, wir würden unbedingt gerne mal wegen supported werden. Ich bin zwar noch verdammt klein auf YouTube momentan, aber ich möchte das gerne ändern und ich erwarte nichts dafür. Also ich würde auch keine Views oder sonst was von euch verlangen. Ich verlange nur eins. Wenn ihr wollt, dass ich euch supporte, ich brauche Informationen über euch. Ja, macht Sinn irgendwie. Wie alt seid ihr? Hat es Änderungen in der Band gegeben und so weiter? Und so fort. Das sind alles Sachen, die ich wissen muss. Mhm. Für genauere Informationen fragt mich. Ich werde auf der das ist mir auch gerade eingefallen. Ich werde im Forum auch noch was einposten. Rainer, wie wär's denn, wenn du dir vorher überlegst, was du sagen willst und dann die Kamera einschaltest? Das wird es sehr viel einfacher machen. Na, wo drinnen steht. Wo dann halt drinnen steht, ja, das, da könnt ihr euch bewerben, falls ihr eine Band seid oder eine Band, ein Mitglied einer Band und sich für die Band interessiert und da halt auch einmal ein Video haben möchte. Wie gesagt, was ich alles wissen muss von euch, werde ich da auch reinschreiben. So, wenn ihr richtig das Formular, das könnt ihr euch ausdrucken, dann könnt ihr das ausfüllen. Da kommt ein Stempel drauf. Oder ihr könnt es euch ziehen, dann könnt ihr das ausfüllen. Und dann könnt ihr das wieder drücken. Und dann könnt ihr das halt wieder rein posten. Und dann könnt ihr das posten, ne? Sagen, ha, bam, das brauche ich, das will ich, das mache ich. So weiter, passt das dann. Gut. Dann haben das alle verstanden? Dann, man sieht, ich muss aufs Klo. Nee, also. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, du bist halt einfach nur ein bisschen zappelig, weil du noch was vorhast oder ein bisschen nervös bist. Das ist Spaß, muss sein. Dann, wie gesagt, es gibt den Drachenlords-Kanal. Da gibt es eben diese verschiedenen Kategorien. Metal-Workshop, dann gibt's also Headbanger-Workshop ist das. Da kommen noch andere Sachen dazu, vielleicht nicht. Ja, Rainer, du denkst daran, das ist die Vorstellung Drachenbade, ja? Nicht sogar um noch als Metal-Workshop, wie auch immer. Dann gibt es eben den Band- und Künstler-Support. Also einzelne Künstler können sich selbstverständlich auch melden. Vorausgesetzt ist eben, dass ihr ein YouTube-Konto habt, wo ihr auch Videos hochladet, damit ich vorspielen kann, was ihr macht. Also ich muss dann quasi, deswegen muss ich die Information von euch haben und eure Einwilligung, weil ich auch die Musik von eurer Band abspielen möchte. Wäre es auch okay, wenn sie dir einfach eine MP3 schicken? Auch wenn ihr Covers macht, kann man darüber reden, ist kein Problem. Aber wie gesagt, es ist die Voraussetzung, ich muss was über euch wissen, also müsst ihr mir sagen, was los ist und so weiter. Dann gibt es da noch den Metal Workshop, dafür suche ich zurzeit auch Leute in der Region von Nürnberg und Umgebung. Und in der Region von Nürnberg und Umgebung gibt es eben die Sache, dass viele Dutzend, 100 Leute und so weiter suchen da viele. Ich möchte ein Video machen, wo ich zeige, was ist ein Pogo, wie funktioniert das Ganze und so weiter. Rainer, du hast so viele Kumpels, frag die doch. Und es beinhaltet auch den, gilt das? Ach komm. Die Wall of Death, das beinhaltet Fragen über Metal an Leute, die Wall of Met. Die random irgendwo rumlaufen, beziehungsweise Leute, die halt dann bei meinen Videos mitmachen und so weiter. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, dann können wir uns auch mal über Skype treffen und können da über Skype mal quatschen. Wir können auch ein komplettes Interview machen. Wir können uns irgendwo hinsetzen und ein Interview machen. Das ist mir völlig furz, das können wir alles machen. Oh ja, ein Interview.
Und dann fragst du nach dem Lieblingsland. Bin ich alles offen dafür, solange ich nicht von hier nach Timbuktu fahren muss. Rainer, weißt du, wo Timbuktu liegt? Und ja, ich wohne in Bayern, also von daher wäre Bayern eigentlich am angebrachtesten. Irgendwann später, wenn ich irgendwie mit 1000 Views oder was habe, in der Woche oder was, oder pro Video, oder 2000 Views, dann kann man auch mal sagen, gut, schaust doch mal bei mir vorbei, fährst du dann mal nach Hamburg auf, das kann ich auch machen, das ist auch kein Problem. Hat er damals gedacht, mit 1000 Views pro Video verdient man irre viel Geld, damit man sich eine Fahrt nach Hamburg leisten kann? Rainer, da habe ich, glaube ich, eine schlechte Nachricht für dich. Obwohl, vielleicht war es ja damals anders. Keine Ahnung. Aber es dauerte noch ein wenig bis dahin. So, ansonsten... Ach so, okay, ja. Damit es sich lohnt, damit es die Leute auch sehen überhaupt. Okay, okay. Ansonsten gibt es unter Drachenlords dann noch allgemeine Musik. Das ist ein Genre, da suche ich übrigens noch Leute. Ja, Rainer, nimm doch von deinen Kumpels welche. Du hast doch so viele aus allen Bereichen. Das ist Ding, das heißt Musik. Ach, das ist Ding. Im Allgemeinen, das sind die Genres. Das ist unter anderem aufgeteilt in Metal, Rock, Gothic, Techno, Hip-Hop. Das ist alles dabei. Also das ist ein komplettes... Ja, da fehlt aber noch was in der Aufzählung. Das Informationsforum, in dem ihr euch über das ganze Zeug informieren könnt. Gut. Dann kommt der Joker. Und der Joker hat halt auch verschiedene Projekte, die momentan, wie gesagt, alle ein bisschen alle... Ach so, ja, okay. ...still liegen. Darüber hinaus gibt's aber dann noch zusätzlich... Darüber hinaus gibt's zusätzlich dann noch die Geschichte... Ja, welche Geschichte gibt's denn noch zusätzlich? Die von Hänsel und Gretel. Dass wir... Naja, nicht dass wir, dass ich... Ich bin ja der Admin der Seite, ich bin der Chef quasi. Wenn man so möchte. Und dann... Ja, und dann gibt's eben da das Zeug. Rainer. Konversation wie Politik im Fernsehen. Ausgesprochen viel Blabla und viel zu nichts. Wie sonstiges, allgemeine Diskussionen, Vorstellungen. Ihr könnt euch selbst vorstellen in der Ecke, das überlasse ich jedem selbst. Eine Begrüßungsecke gibt's auch, das heißt, wenn ihr euch anmeldet, schreibt mir vorher Bescheid. Schreibt mich vorher an und sagt mir, ihr möchtet nicht vorgestellt werden. Okay. Dann lasse ich das. Ansonsten schreibe ich da... Willkommen 24963 zum Beispiel. Das ist natürlich ein Blödsinn. Warum nicht Fleckenfurz 19 oder war das 17? Das ist ja nicht der Name, aber was soll's. Ja, schreibt mir sowas. Es gibt Regeln auf der Seite. Juhu. Machen wir erst noch kurz das Allgemeine. Und dann gibt's halt noch so Sachen wie kein Plan. Ja, Rainer, genau das merkt man, kein Plan. Mensch. Überleg dir doch vorher, was du sagen willst. Und dann sag das. Verbesserungsvorschläge gibt's übrigens für jeden Kanal extra nochmal was. Und so weiter. Lauter solche Sachen. Also schau euch das Forum mal an. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich sinnvoll. Aber jetzt mal, wo ich ihn gerade so birnenförmig dastehen sehe, kommt das nur mir so vor? Weil mal, das war jetzt Oktober 2014. In den 2 Jahren hat er zumindest so um die Mitte schon einiges draufgepackt, oder? Wie gesagt, die Bücher des Drachenbaden könnt ihr auch euch auch einlesen, falls es jemanden interessiert. Von Erotik und pornografisches Zeug ist nicht dabei, aber... Ja, das bekommt man dann auf anderem Wege. Danke dafür, Iblabli. Also, weil es auch nicht hochklar wird, aber es gibt Sachen von Fantasy über Science Fiction und es eben... Ja, Raumschiff so und so viel mit Laserfunk. Wie gesagt, alles in einer Welt. Ja, und das ist im Prinzip das Ganze eigentlich, was auf meinem Zeug losläuft. Was auf seinem Zeug losläuft, ja, genau. Alles klar, Rainer, bin ich voll informiert. Es gibt das Ganze jetzt auf Facebook, es gibt das Ganze auf Twitter und es gibt das Ganze im Forum. Irgendwann, wenn ich ja mal Kohle dafür habe und Zeit dafür habe und alles und Bock dazu auch noch, dann werde ich mich auch mal hinsetzen und werde euch mal eine gescheite, anständige Seite drachenbade.de machen. Da können wir dann auch mal eine richtige Seite machen, wo dann noch mehr Sachen zum Beispiel... Ah ja, mach das mal. Merchandise dabei ist und so weiter und so fort. Weckt mich bitte, wenn es fertig ist, ja. Ja, und das ist im Prinzip dann das Ganze, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr möchtet, schreibt mir. Dann werde ich auch überlegen zur Zeit, ob ich einen YouTube-Kanal für Drachenbade mache.
mach was. Im Endeffekt vielleicht sogar sinnvoll wäre. Ich glaube, das werde ich früher oder später auch machen. Das wird sich zeigen, wie das Ganze läuft. Du brauchst dann aber auch einen schicken Umhang und einen ganz tollen Stock. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Forum. Ich wünsche euch auch viel Spaß in meiner Facebook-Seite. Und viel Spaß im Dorf vor seinem Tor. Auf Twitter und sonst noch, wo ihr mich überall findet. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Er hat gerade gesagt, wo ihr mich sonst noch überall findet. Das schließt doch ins Kirchen- bzw. als Schauerwerk mit ein, oder? Metal-Leute, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Drachenlords, Drachenjoker. Drachenjoker, ja. Mhm. Drachenlords, Drachengames, der Joker 1510. Und auch der Drachenbade ist wieder mit dabei. Metal und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Meine Güte. Mein lieber Scholli. Och, nee. Nee. Kommt, jetzt trinken wir alle einen starken Kaffee, damit wir wieder wach werden. Oder gehen direkt ins Bett. Eins von beiden. Wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin, gut's Nächtle.